Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen schokoladigen und nussigen Nutella-Kuchen für euch. Und dieser besteht aus einem lockeren, leckeren und saftigen Teig und ist dazu noch in Handumdrehen gezaubert. Ja, dann fange ich jetzt direkt mit der Zubereitung an und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 300 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, 25 Gramm Backkakao, 170 Gramm Margarine, 140 Gramm Zucker, 100 Gramm Nutella, 100 Milliliter Milch und 4 Eier. Zuerst rühre ich die Margarine mit dem Zucker schaumig. Dann gebe ich nach und nach die Eier bei. Das Mehl vermische ich zuerst mit dem Backpulver, dem Backkakao sowie mit den Haselnüssen und gebe es anschließend im Wechsel mit der Milch in die Masse. Nachdem sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben und ein cremiger Teig entstanden ist, rühre ich noch sorgfältig Nutella unter. Und dann fülle ich den Teig in eine 26er Springform, die ich schon mit Backpapier ausgelegt und den Rand eingefettet habe. So, und jetzt geht es auch schon bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder 160 Grad Umluft für ca. 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Aus 170 Gramm Frischkäse und 70 Gramm Nutella bereite ich noch einen Guss zu und dafür vermenge ich die beiden Zutaten nur ordentlich miteinander. Die Backzeit ist um. Ich habe den Kuchen mittlerweile auch schon komplett auskühlen lassen, entferne jetzt den Backrahmen und lege den Kuchen mit Hilfe meiner Schneidematte auf eine Tortenplatte. Jetzt bestreiche ich den Nutella-Kuchen mit meinem Guss und anschließend bestreue ich ihn noch mit ca. 30 Gramm gemahlenen Haselnüssen. Nachdem der Guss fest geworden ist, ist der Nutella-Kuchen auch schon servierbereit. Und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker er aussieht. Ich hoffe, das schnelle Rezept für diesen leckeren Nutella-Kuchen hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.